2011 haben wir Super Mario Galaxy Let's Played. Zeit, es im Jahre 2022 noch einmal zu tun, in einer ultimativen 4K-Version. Genau wie bei Paper Mario Sticker Star, von meinen Kollegen entworfen. Im Kleingedruckten unten stehen sie. Kuss und Danke an euch. Und natürlich ein noch viel größeres Dankeschön an Big N, Nintendo, die am 16. November 2007 diesen Banger eines Videospiels für die Nintendo Wii released haben. 97% Wertungsdurchschnitt. Insane. 12,8 Millionen Sales. Großartig. Das allererste Mal in der Super Mario Serie ein orchestralischer Soundtrack. Wow. Super Mario Galaxy. Der dritte Eintrag in der 3D Super Mario Reihe nach Super Mario 64 und Super Mario Sunshine. Setzt hohe Maßstäbe und hat vor allem ein neues Konzept in petto, was am Anfang vielleicht ein bisschen befremdlich wirkt, nämlich eine Art Sphären- und Gravitationskonzept. Ihr seht, das Ganze hat nicht nur Galaxy im Namen, es ist auch wirklich so. Wir bereisen Galaxien mit Mario und das ist eine wirklich tolle Idee, die schon hier im File Select Screen zelebriert wird, weil wir einfach einen Planeten auswählen, dann einen Skin, mein Mii in dem Fall, und diesem Planeten ein Gesicht geben. Sehr, sehr schön. Euer ich. Und damit kann jetzt mein Reloaded zu Super Mario Galaxy in 4K starten. Viel Spaß. Es gab einmal einen Kometen, der war so groß, dass er den Himmel über dem Pilzkönigreich füllte. Von diesem Kometen, der bloß einmal in 100 Jahren auftaucht, regneten zahlreiche Sternschnuppen auf die Erde. Die Sternschnuppen wurden von den Toads ins Schloss gebracht und wurden zu einem großen Powerstern. Das hätte Anlass zu großer Freude im Pilzkönigreich sein sollen. Es war die Nacht des Sternstaubfestes, welches einmal in 100 Jahren stattfindet und den Segen der Sterne feiert. Oh, ich liebe den Soundtrack, der ist so emotional. Ja, danke für die Synchronisation. Hat man jetzt fast nicht verstanden, deswegen mache ich es einfach nochmal. Lieber Mario, ich warte am Abend des Sternstaubfestes am Schloss auf dich. Es gibt da etwas, das ich dir geben möchte. Von Peach. Na, das hört sich doch gut an, oder Mario? Ja, da kommt er doch direkt verliebt und torkelt angelaufen. Wahoo! Kann's kaum erwarten und ist total gehypt. Und zwar nicht wegen dieses schönen Festes hier, nein, endlich mal wieder die Prinzessin sehen. Das ist doch geil, oder? Na gut, die Toads haben nur das Fest im Sinn. Oder ein Frosch im Hals, das weiß man bei ihnen nie so wirklich. Aber eins weiß ich zu 100%, das sieht einfach nur unfassbar geil aus. Gebt euch die Spiegelungen hier auf dem Wasser. Insane. Gönnt euch das auf jeden Fall in 4K. Wir gönnen uns hier nebenbei noch die süßen, leckeren Sternstaubteile, damit wir sie auf dem Fest mit den Toads teilen können. Oder? Was ist das? Prinzessin Peach, das ist die Geburt der neuen Galaxie, von mir erschaffen und du wirst dem Ganzen beiwohnen. Bedankt dich bei den Sternschnuppen für dein Glück.
Oh nein! Bowser nutzt diesen historischen Tag für ein Attentat! Und was hat Nintendo eigentlich mit Außerirdischen und UFOs? Die Toads wurden in Kristalle gesperrt! Mario, kannst du nichts tun? Er hat immer noch nur die Prinzessin im Kopf. Aber diesmal nicht wegen dem Geschenk, sondern wegen dem Schicksal des ganzen Pilzkönigreichs. Wir brauchen sie, auch wenn sie inkompetent ist. Ohne sie geht das Land unter. Ach, Bowser, wie kannst du nur? Ich hatte mich eigentlich darauf eingestellt, zusammen mit Peach in ihr Zimmer zu gehen und ihr etwas näher zu kommen. Gönnst du denn einfach gar nichts? Mit dir zurück auf den harten Erdboden! Crazy! Diesmal entführt er nicht nur die Prinzessin, sondern das ganze Schloss. Mario wird durchs Universum geschleudert. Wo sind wir gelandet? Und wer bist du? Aber hey, du siehst süß aus. Möchtest du vielleicht mein Kopfkissen sein? Schöner Planet. Klein, aber fein. Oh, und du bist in Wahrheit ein Häschen. Noch süßer. Bist du wach? Dann lass uns spielen. Moment mal. Meine Prinzessin wurde gerade von Außerirdischen und einer irren Schildkröte entführt. Bei einem Rettungsversuch wurde ich durchs Weltall geschleudert und bin hier gestrandet und du willst jetzt mit mir spielen? Das klingt genau nach dem, was wir jetzt tun sollten. Und währenddessen sehen wir schon das Kerngameplay dieses Spiels. Schwerkraft und kleinere Planeten, die wir alle bereisen können. Lass uns fangen spielen. Wenn du uns alle fängst, sagen wir dir, wo du hier bist. Okay. Das war ein bisschen weird, aber in Ordnung. Machen wir so. Und ja, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt hatte, fand ich's tatsächlich auch noch etwas befremdlich und ja, schwierig drauf klarzukommen, dass hier die Gravitation halt so eine große Rolle spielt. Aber man gewöhnt sich dran. Ah, erwischt! Oh nein, ich hätte mich in einem Loch verstecken sollen. Ah, danke für den Hinweis. Hier vielleicht? Nein, aber es gibt ja noch mehr Löcher hier auf diesem kleinen Planeten. Ah ja, da hört man ihn schon, den kleinen Fratz, da ist er. Komm her da! Die Steuerung ist natürlich genauso wie die Optik erstmal gewöhnungsbedürftig, aber ich sag mal so, das ist alles eher noch am Anfang des Spiels so. Das nimmt dann auch mehr ab, je weiter wir voranschreiten und wir sehen dann mehr vom klassischen Super Mario Gameplay, was halt auf flachen 3D-Leveln basiert.
Ich hätte mich in der Röhre verstecken sollen. Dann sehen wir auch da mal nach. Aber Moment mal, warum gibt es hier überhaupt Röhren? Heißt das, es gibt im Pilzkönigreich eine Art NASA und die haben bereits den Weltraum erforscht? Weil anders ist das doch nicht zu erklären, dass hier Überbleibsel von unserer Zivilisation auf dem Planeten sind, oder? Hat sich darüber schon mal jemand Gedanken gemacht? Mist, bleib mal stehen! Sonst kommst du auf den Grill! Ah, wie schade! So, jetzt pack mal aus. Klasse, du hast uns alle gefangen. Jemand wie du kann unserer Mama bestimmt helfen. Eurer Mama? Das kam unerwartet. Aber hey, ihr seid alle noch recht jung. Ist eure Mutter denn vielleicht auch noch? Sagen wir, vielleicht in meinem Alter? Moment mal, was? Das ist doch Peach, nur in schöner, anmutiger und kompetenter. Ich habe dich von diesem Sterntor aus beobachtet. Aha. Mein Name ist Rosalina und ich betrachte die Sterne. Um den dir kostbaren Menschen zurückzubekommen, brauchst du die Kraft, von Stern zu Stern zu reisen. Ach, vergiss doch diese Alte. Du bist viel schöner. Oh, hi. Ich leihe dir das Sternenkind Luma. Ich will aber kein Babysitter sein. Ich möchte doch nur einfach eine Freundin. Mann! Aber andererseits, das fühlt sich gut an. Wir haben jetzt eine neue Attacke gelernt. Die Drehattacke. Dafür einfach die Wii-Fernbedienung schütteln. Genau wie du sind auch wir von einer Katastrophe heimgesucht worden. Rette bitte zusammen mit Luma unseren Freund, den großen Stern. Mögen die Sterne mit dir sein. Okay, mache ich gerne, aber warte! Sehen wir uns denn jemals wieder? Rosalina! Wow, sie war einfach nur beeindruckend. Nachdem es mit Peach einfach nicht klappen möchte, über Jahrzehnte hinweg, vielleicht ist sie die eine. Aber sie hat recht, wir müssen Peach retten, sonst geht unser Land zugrunde. Eins nach dem anderen, ja? Wenn es aussieht, als könnte man es zerbrechen, dann schüttel die Wii-Fernbedienung und mach eine Drehattacke. Du kannst damit auch Feinde betäuben. Ach. Oha. Das ist ja krass. Diese neue Kraft werden wir zu nutzen wissen. Ich hab schon auf dich gewartet. Und einen Sternenring hatte ich auch schon für dich vorbereitet. Aber er ist von einem Meteoriten getroffen worden und in lauter kleine Stücke zerborsten. So kannst du nicht abfliegen. Wo sind nur die Splitter? Such sie. Aber pass auf, wo du hintrittst. Ja, ich habe da unten schon ein schwarzes Loch gesehen, mit dem ich jetzt nicht unbedingt Bekanntschaft machen möchte. So viel habe auch ich in der Schule aufgepasst, um zu wissen, dass das sehr gefährlich ist. Ah, dieser Soundtrack. Jeder kennt ihn, behaupte ich jetzt einfach mal. Ob man das Spiel gespielt hat oder nicht, der ist einfach weltbekannt und hat völlig zu Recht sehr viele Preise abgeräumt. Koji Kondo, ein Meister seines Faches. Und das Game sieht so unglaublich gut aus in 4K. Oh, ich wünsche euch wirklich viel Spaß mit diesem Projekt. Ich werde ihn auch haben. Wusstet ihr, dass Super Mario Galaxy eigentlich auf einer Nintendo GameCube Tech-Demo basierte? Es gab damals nämlich eine Tech-Demo, die nannte sich Super Mario 128. Und in dieser Tech-Demo sind 128 Marios auf einem runden Untergrund, also etwas Planetenartiges, umhergelaufen. Damit wollte man damals die Kraft des GameCubes präsentieren, weil es zu der Zeit halt schon ziemlich crazy war, dass
das alles ohne Lags funktionierte. Gleichzeitig machten sich Leute aber auch Hoffnung, dass daraus ein richtiges Spiel wird. Das war damals noch nicht möglich, sondern erst jetzt mit der Wii. Hol mich hier raus! Einer der Feinde muss den Schlüssel haben! Schüttel die Wii-Fernbedienung, um dich zu drehen. Wenn der Gegner torkelt, dann ramm ihn! Wait, da lebt noch einer? Tatsächlich. Da hab ich dich! Keine Ahnung, wie der mir entwischen konnte. Hat wohl ausnahmsweise mal geduscht. Deswegen konnte ich ihn nicht riechen. Danke! Könntest du auch noch meine Freunde retten in der Festung da oben? Ich verwandle mich in einen Sternenring. Steig auf und presch nach vorne. Verwandelung! Okay. Er ist ziemlich gehypt. Ich hoffe, ihr auch. Was ich nicht ganz so gefühlt habe als Kind, ist übrigens die Tatsache, dass man mit der neuen Drehattacke Gegner nicht instant besiegen kann. Das habe ich einfach nicht verstanden, weil das ist doch genau wie in Mario 64, dachte ich. Ja, wir hauen den Gegnern unsere Fäuste vorn Latz. Da müssen die doch sterben. Tun sie aber nicht. Nee, nach einem Wirbler muss ich sie immer erst noch mit meinen Schuhen bearbeiten oder eben direkt draufspringen. Das killt wie in allen Mario Games instant. Beeilung! Hier drin sind auch noch Freunde von uns. Dann wollen wir uns mal drum kümmern. Wir wollen ja schließlich Eindruck schinden bei Rosalina, die hier in diesem Spiel ihren Ursprung fand. Wir haben schon auf dich gewartet. Oha. Das ist ein großer Stern. Er ist ein Freund von uns. Kann ich verstehen. Der ist schön. Sie verwenden die Kraft des großen Sterns, um mit dieser Maschine irgendwas herzustellen. Wenn wir nichts unternehmen, wird die Energie komplett abgesaugt und der große Stern verblasst. Halte irgendwie diese Maschine auf! Okay, das klingt wirklich dramatisch. Wir müssen etwas tun. Die Schönheit und Kraft dieses großen Powersterns, sie darf nicht erlischen. Ich find's auch geil, wie in diesem Spiel mehr oder weniger die Powersterne in das Mario-Universum integriert werden, also so, dass man nachvollziehbar checkt, warum es sie überhaupt gibt und warum sie so stark sind. Das ist sehr clever gemacht. Betätige die Fußschalter am Boden, um die Maschine zu stoppen. Das mache ich doch schon. Mann, guck mir doch zu und quatsch mir nicht rein. Habe ich doch direkt gesehen, dass es was damit zu tun hat. Immer diese Leute, die die Videos nicht gucken und Fragen in die Kommentare posten, die im Video beantwortet werden. Ich erkenne Parallelen. Aber egal, hier ist er. Der große Stern. Wow. Von denen werden wir nicht viele sehen. Die gibt's normalerweise nur nach Bosskämpfen. Weil sie so besonders und kraftvoll sind. Und gar nicht mal so dumm. Denn dieser hier leitet uns auf eine Basis. Was ist das für eine? Und warum ist es hier nur so dunkel? Es werde Licht. Wow, das Ding hat wirklich ordentlich Power. Da können meine Solarzellen einpacken. Sag mal, kann ich dich auf mein Dach schmeißen? Damit du da für mich arbeitest? Wäre das möglich nach dem Abenteuer? Du hast deinen Stern erhalten, Sterntor-Galaxie, der gefangene große Stern. Mhm. Und eine neue Galaxie entdeckt. Die Terrasse. Oha. Bist du nicht... Ja, es ist sie. Ah, das Kraftfeld der Sternwarte scheint wieder Energie zu haben. Sein Licht ist schwach, wie das eines Klasse 6 Sterns. Aber so brauchen sich die Luma wenigstens nicht mehr zu fürchten. Das verdanken wir dir. Du hast den großen Stern befreit. Ja, das habe ich natürlich ganz ohne Hintergedanken gemacht. Das Volk der Sterne ist unsere kostbare Familie. Willkommen auf der Sternwarte. Auf dem Kometen. Das ist unser Haus. Ein Sternschiff.
das das Sternmeer überquert. Oh, wow. Wir bereisen das Sternmeer mit diesem Sternschiff, der Sternwarte auf dem Kometen. Unser Schiff ist vor diesem Planeten plötzlich zum Stillstand gekommen. Die Kraft des Sternschiffes ist, im Bann einer rätselhaften Anziehungskraft, zusammen mit dem Sternstaub heruntergeflossen. Kraft. Ja, es handelt sich dabei um Powersterne. Seiner Kraft beraubt, ist das Sternschiff wie in einen tiefen Schlaf gesunken, regungslos. Die Schurken, die eine dir kostbare Person entführt haben, sammelten diese Powersterne auf und haben so die Fähigkeit erworben, das Universum zu durchqueren. Oh, shit. Please. Ich habe eine Bitte an dich. Ja? Diese Sternwarte ist ein Sternschiff, das die im Universum verteilten Galaxien mit Sternkraft lebendig werden lässt. Der Powerstern, der jetzt hierher zurückgekehrt ist, ist zwar schwach, aber um eine nahegelegene Galaxie zu erreichen, sollte seine Energie reichen. Look. Dieser runde Raum nennt sich Kuppel. Von hier aus beobachten wir die Galaxien. Jedoch ist die Sternschauterrasse die einzige Kuppel, die derzeit funktioniert. Für mehr reicht die Sternkraft nicht, die du bisher zurückerlangt hast. Und ich kann dir die aktuellen Spritpreise nicht empfehlen, also müssen wir wohl mehr Sterne sammeln. Geh zuerst zur Sternschauterrasse und befreie die Powersterne der von dort aus sichtbaren Galaxien. Die Sternwarte auf dem Kometen ist in Wahrheit ein Sternschiff. Wenn wir es wieder aktivieren, können wir auch die Verfolgung der Feinde aufnehmen, die die Powersterne gestohlen haben. Okay. Ja, nice. Dann machen wir das doch. Im nächsten Part. Ihr könnt gerne mitspielen. Entweder auf der Wii oder auch auf der Nintendo Switch. Im September 2022 erschien ja zusammen mit Mario 64 und Mario Sunshine und eben Super Mario Galaxy die Super Mario 3D Collection. Ich finde sie zwar nicht wirklich gut, weil man es sich da sehr einfach gemacht hat. Aber hey, immerhin kommen so einige Leute in den Genuss dieses großartigen Spiels und zumindest Super Mario Galaxy wurde in dieser Kollektion auch gut umgesetzt. Aber der wichtigste Tipp, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst einen Like da, wenn ihr genauso gehypt seid wie ich, dann verpasst ihr keine Folge von Super Mario Galaxy 4K. Wir sehen uns, bis bald.